Okay. Ja, wir haben hier zwei Kollegen von uns, den Jan und den Leon. Ja? Und die werden gleich eine ganze Reihe von Anwendungsfällen auch vorstellen, die letztendlich auf einer Verknüpfung von Confluence und Jira auch basieren. Wer von euch nutzt denn beide Systeme, Confluence und Jira? Jawohl. Yes. Das habe ich mir gedacht. Okay, cool. Dann ist das ja ein No-Brainer für euch, was wir vorstellen. Ich habe gerade den Jan gefragt, was machen wir denn mit denen hier, die quasi überhaupt nichts mit Confluence am Hut haben, ne? Und das hat sich insofern jetzt gerade erübrigt. Genau, also wie gesagt, macht euch noch ein paar Gedanken. Vielleicht kommen ja hier noch ein paar Anregungen, auch was sich für eine Open Space Session danach eignen würde. Aber jetzt erstmal, die Stage gehört euch, Jan und Leon. Danke, Danke. Paul. Danke. Das war wieder wie bei den Beamten, ne? Klatschen, bevor man arbeitet. Ja, also genau, wir wollen euch Autopage vorstellen. Was ist Autopage? Autopage ist ein Jira-Plugin, welches euch ermöglicht, aus Jira heraus automatisiert Confluence-Seiten in Confluence erstellen zu lassen. Ihr könnt dabei entscheiden, auf welcher Basis diese Seiten erstellt werden, also wie sollen die tatsächlich aussehen, mit welchem Inhalt sollen die befüllt werden, wo sollen die in Confluence abgelegt werden. Und vor allem auch könnt ihr entscheiden, wann sollen diese Seiten erstellt werden. Ja? Und das klingt jetzt erstmal alles so ein bisschen nach, ja, hört sich cool an, aber ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Deswegen haben wir drei Use Cases vorbereitet, die wir jetzt nacheinander einfach mal vorstellen, um ja, so ein bisschen das Ganze zu untermauern, was man damit machen kann. Man kann auch wesentlich mehr damit machen. Wir nutzen es zum Beispiel selber in unserer Agile Hive-Lösung, aber den Use Case, den lassen wir mal raus. Wir werden sozusagen eher normale Use Cases sozusagen beschreiben, die bei so ziemlich jedem hier auftauchen sollten. Wie zum Beispiel werden wir eine Sprint-Übersicht automatisiert aufbauen. Wir werden einen Ausblick geben auf automatisierte Release-Notes-Erstellung. Und ich werde starten mit so ein bisschen so einem Potpourri, damit man sieht, was Autopage an sich kann. Ja? Genau. Wir haben hier ein Jira vorbereitet und ich sagte ja eben schon, man kann entscheiden, wann wann Confluence-Seiten erstellt werden sollen. Und wir haben das jetzt mal gerade so eingestellt, dass wenn ich jetzt einen Vorgang erstellt habe, dann sollen sofort die Seiten, tatsächlich rede ich nicht nur von einer, sondern von einem gesamten Seitenbaum, ja, der soll dann nach der Erstellung des Vorgangs generiert werden. So, wir haben jetzt hier einfach in Jira, wir haben ein Projekt dafür vorbereitet. Ich habe jetzt hier eine Story. Ich gehe auf Next und fülle noch ganz kurz das Formular aus. Und dann gehen wir auf Create. Und dann sehen wir, dass das System etwas langsam ist, weil das nur ein Testsystem ist. Und wir sehen auch, dass es nicht geklappt hat. Ja. Ja, sorry, dass das nicht geklappt hat. Es ist halt Software, ne? Sie war getestet. Es ist tatsächlich eine unreleased Version, um euch ein bisschen was Neueres schon zu zeigen. Ich lerne daraus, das mache ich nicht nochmal. Ich werde Stables benutzen zum nächsten Mal. Ja? Okay, das hatten wir schon. Wir waren eigentlich gerade dabei, einen Vorgang zu erstellen und dann wollte ich euch zeigen, dass automatisiert die ganzen Seiten oder der Seitenbaum in dem Fall sogar mit erstellt wird. Soll ich ein bisschen ranzoomen oder können wir mal das Licht hier vielleicht ausmachen? Dann sieht man es ein bisschen besser. Ja, ich mach schon. Okay. So. Ich erstelle einfach einen Vorgang. Das ist jetzt eine andere Instanz, ist auch völlig egal. Diesen Vorgang schauen wir uns jetzt mal an im Fullscreen. Und so soll es eigentlich aussehen. Diese Ansicht kennt ihr alle. Und was wir aber jetzt sehen, ist, dass hier unter Issue Links schon die gesamten Seiten hinterlegt sind. Das heißt, sie wurden ja auch bereits generiert. Zwei Sachen sehen wir hier.
die vielleicht ja, für Kenner direkt ins Auge fallen. Wir haben hier andere Verlinkungsnamen sozusagen, die wir tatsächlich selber hinterlegen können. Also ihr könnt selber auswählen, wie die Verlinkungen betitelt sein sollen. Und wir sehen hier auf der rechten Seite nochmal einen Autopage-Log. Da wird Leon später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, was der euch aber, also euch, den User, aber auch den Admin, was er sagt oder was er aussagen möchte, ist, hat alles funktioniert oder nicht? Ja, das wird schon direkt hier auf dem Vorgang selber dargestellt. Also mit hat alles funktioniert, meine ich, wurden die Seiten erstellt oder wurden die Seiten geupdatet? Ja, das seht ihr alles hier mal schön durch die grünen Häkchen. So, jetzt springen wir mal rüber zu Confluence und schauen uns mal an, was hat ein Autopage überhaupt alles da gemacht? Wir sind jetzt in Confluence, wir sind in einem bestimmten Bereich, den wir vorher definiert haben, wo diese Seiten erstellt werden sollen. Auf der linken Seite sehen wir die Hauptseite und auch alle Unterseiten, die wie gesagt gerade erstellt worden sind. Jetzt schauen wir uns mal den Inhalt an, was ist denn da eigentlich passiert? Der Seitentitel wurde dynamisch erzeugt. Durch, also Portfolio 48 ist ja der Issue Key von dem Vorgang, den wir gerade erstellt haben. Und dahinter steht dann noch die Summary des Vorgangs. Damit stellen wir natürlich sicher, dass die Seiten immer einzigartig benannt sind in einem Space, denn es wird ja nicht unterstützt, dass, also es werden keine gleichnamigen Seiten unterstützt. Inhaltlich nochmal ganz kurz, was ihr jetzt hier seht, ist einfach nur ein Vorschlag. Man kann es auch ganz anders designen, das muss überhaupt nicht so aussehen. Das ist einfach nur ein bisschen ja, hier Inhalt zu zeigen. Was ihr seht, ist zum Beispiel hier, das ist der Standard, das Standard Jira-Issue-Makro, welches in Confluence zur Verfügung steht. Wer nutzt das denn? Okay, also könnten noch ruhig ein paar mehr sein. Normalerweise, wenn man es ja einfügt, muss man das selber noch konfigurieren. Ne? Man müsste noch eine JQL hinterlegen oder man müsste, ja doch, man muss auf jeden Fall eine JQL hinterlegen. Und auch das wird dem User hier abgenommen. Automatisch wird der korrespondierende Vorgang hinterlegt. Ich wollte eigentlich einen anderen Use Case zeigen. Jetzt spreche ich doch über Agile Hive Use Case. Ich kann noch hier ein bisschen mehr dazu sagen. Was wir zum Beispiel hier noch machen, auch automatisiert ist, also das ist jetzt ein Epic, ja, um bei der Safe-Thematik zu bleiben. Wenn dieses Epic jetzt zum Beispiel verknüpft wäre mit darunterliegenden, also hierarchisch darunterliegenden Vorgängen wie Features, dann würden auch die hier automatisch in dieser Liste auftauchen. Auch darum muss sich der User zum Beispiel überhaupt nicht kümmern. Ja, also ihr merkt schon, der User muss sich um sehr wenig kümmern. Er muss auch eigentlich gar nicht viel Ahnung haben von diesem ganzen Makro-Gedöns, sage ich mal, ja, weil es wird alles für ihn abgenommen. Was wir hier drunter sehen im Übrigen, ist ein kleines Beispiel. Wir können also nicht nur Makros, egal welche, dynamisch mit Inhalten füttern. Ihr könnt auch jegliche Feldinhalte, die eure Vorgänge haben, irgendwo auf der Seite platzieren. Das habe ich hier mal so ein bisschen skizziert. Das heißt, der Platzhalter, den ich jetzt hier eingefügt habe bei Summary, hier hinter ist tatsächlich die Summary des Vorgangs, wird dann direkt hier aufgeführt. Bei Assigning steht jetzt keiner, weil es ist ein unassigned Vorgang. Hier habe ich mal ein Beispiel gemacht, so ein bisschen in einem Text. Das heißt, der User, die Administrator, das ist jetzt im Prinzip ein Platzhalter, das war der Autor des Vorgangs, hat den Vorgang, dann nehme ich hier das Created Date, das stelle ich hier dar. Genauso hier nochmal den Issue Key und auch nochmal den Status. Ja. Wie verhält sich das bei komplexeren Custom Field Typen? Leon? Also im Prinzip Custom Field Typen, die wir supporten, ganz normal Text, wir supporten Datum, also alle, die von Jira an sich bereitgestellt werden. Wenn jetzt ein Plugin, zum Beispiel Insight oder so, komplexere Informationen bereitstellt, dann geht das nicht von alleine. Gibt natürlich immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, ob wir das supporten oder nicht. Genau, ganz typischer Fall von Sponsored Development. Also wenn irgendwo ein ganz bestimmter Need ist, der eher seltener anzutreffen ist, ja, ihr habt den Vorteil, wir sind die Entwickler, wir können
diesen Need sozusagen decken. Und falls genau Insight zum Beispiel, Insight-Felder unterstützt werden müssten, können wir dann darüber reden und dann können wir sie natürlich einbauen. Ja. Genau, was wir hier auch noch sehen ist, die Unterseiten zum Beispiel, die habe ich jetzt mit einem, das ist nochmal ein anderes Plugin, was wir jetzt hier eingesetzt haben. Viele von euch haben wahrscheinlich von Bitvoodoo die Navitabs im Einsatz. Ich habe jetzt hier ein anderes benutzt, das ist Spectrum Formatting Advanced. Auch mit dem kann man solche Tabs kreieren, das finde ich immer sehr schick in Confluence. Und hier zum Beispiel werden automatisch die Unterseiten sofort in diese Tabs eingereiht und ich habe eigentlich alle meine Informationen hier auf einer Seite zur Verfügung. Das ist jetzt nur so eine Anregung, das hat jetzt auch mit Autopage nichts zu tun, aber kann man so machen. Genau. Ja, was wir als nächstes zeigen wollen, also das ist erstmal so ein bisschen so ein Grundverständnis gerade für Autopage hier. Was wir jetzt zeigen möchten, ist der Use Case, wenn wir einen Sprint, wir haben es jetzt so eingestellt, wenn wir einen Sprint beenden, dann möchten wir gerne eine Sprint-Dokumentation bereitstellen. Ja, das heißt, was haben wir uns in dem Sprint alles so zugemutet, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft und so weiter. Und das zeigt euch jetzt der Leon. Genau. Und dieses Feature, das ist ein kleiner Ausblick in die nächste Version von Autopage. Damit wollen wir im Prinzip das Gleiche machen. Statt für Issues Seiten zu erstellen, erstellen wir für Sprints automatisiert Seiten. Und ich habe hier einfach einen Sprint angelegt. Wir schauen uns dann auch gleich nochmal in der Admin-Oberfläche an, wie man das konfigurieren kann. Wir haben das jetzt so konfiguriert, dass es nur auf das Closed, auf das Completen eines Sprints reagiert und dann automatisiert auf, basierend auf unserem Template die Seite erstellt. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich klicke auf Complete Sprint und wechsle rüber zu Confluence und dann sehen wir hier auch schon, hier hat es uns gerade den AEC Sprint 3 erstellt und wir sehen auch, es sind alle normalen Confluence Features drin, wir sehen, von wem wurde das erstellt und wann, wir können auch alle Versionen nachvollziehen, das ist ja der große Vorteil, in Jira können wir nicht nachvollziehen, okay, was genau wurde geändert und hier in der Seite haben wir wirklich eine detaillierte Übersicht, was geändert wurde. Einfach mal kurz durchgehen, wir haben das Sprintziel, was wir in Jira den Sprints zuweisen können. Das nutzen ja Scrum-Teams relativ oft. Wir können den Status darstellen, wir können das Startdatum eines Sprints darstellen, das Enddatum, also das geplante Enddatum. In dem Fall waren es 2 Wochen hier. Und das Fertigstellungsdatum, also wann der Sprint wirklich completed wurde. Das war in dem Fall kurz danach zum Test. Hier auch wieder die Jira-Issue-Makros, die wir komplett supporten. Auch dieses Charting-Makro, wo wir so eine kleine Zusammenfassung darstellen können. Das funktioniert im Hintergrund mit sogenannten Platzhaltern. Wir können ja mal kurz in so ein Template reingehen. Die sind hier versteckt. Hier unter Sprint-Template. Das ist die Syntax von so einem Platzhalter. Und den gibt es für Sprints. Dann sieht es praktisch so aus. Sprint-Goal, Start-Date und so. Das ist auch alles dokumentiert. Für die Issues sieht das so ähnlich aus. Nur dass es da die Möglichkeit gibt, alle Felder und Custom Fields ohne Anpassung zu supporten. Das heißt, wenn wir ein Custom Field haben, was vom Typ Text ist, was wir sowieso supporten, dann kann man dann CF davor stellen und schreibt dann einfach den Feldnamen hin. Und schon können wir das in Confluence verwenden. Und in dem Template sehen wir auch, wir können das komplett formatieren, wir können dem eine andere Farbe geben, wir können es fett machen, wir können das unterstreichen, wir können es in Makros verwenden, das ist das Coole. Dass wir es in den Jira-Issue-Makros zum Beispiel verwenden können, aber auch in allen anderen Makros, wo man zum Beispiel einen Issue-Key braucht. Und damit können wir das halt automatisiert machen. Genau, und wir sprechen jetzt immer hier von Template. Das ist nochmal ganz wichtig. In Confluence gibt es ja Templates und es gibt, oder auf Deutsch Vorlagen, und es gibt auch die Blueprints. Wenn wir jetzt hier von Template sprechen, dann sind das eben nicht eines von den beiden, die ich gerade genannt habe, sondern wir nennen sie einfach so, es ist sehr schwierig, ein anderes Wort dafür zu sich auszudenken. Im Grunde sind das ganz normale Seiten oder Seitenbäume, die wir irgendwo abgelegt haben, ja, und mit denen arbeiten wir. Und das hat einen sehr großen Vorteil, weil zum Beispiel, wer viel mit Vorlagen arbeitet, weiß, dass gewisse Dinge nicht unterstützt werden, wie Attachments können nicht an Vorlagenseiten hinterlegt werden. Es gibt noch ein paar andere Einschränkungen.
die nicht funktionieren. Und wir haben uns dazu entschieden, das so zu machen. Ja, somit hat man die komplette Flexibilität von Confluence erhalten. Ja. Genau. Und als nächstes schauen wir uns auch noch ein zukünftiges Feature an, was praktisch in der Pipeline ist, und zwar die Release Notes. Wir wollen, genauso wie das jetzt schon funktioniert, für die Sprints oder für die Issues, für Versionen das Ganze supporten. Das heißt, wir können eine Version ja releasen in Jira und können dann zum Beispiel auf dieses Event hören und dann bestimmte Eigenschaften dieser Version hier in dem Template verwenden. Das kann zum Beispiel der Name der Version sein oder die Beschreibung des Startdatums, ähnlich wie bei den Sprints oder bei den Issues. Das Ganze auch wieder in Makros einsetzbar. Und was wir uns noch überlegt haben, ist, dass man eine eigene Formatierung aufbauen kann für diese Feldnamen von Issues. Das heißt, wir könnten die wiederholen und damit tatsächlich, wie man es hier oben sieht, so eine Darstellung von Release Notes generieren, dass wir den Key und den Namen haben und das dann einfach für alle Issues in einem bestimmten JQL wiederholen lassen können. Das bloß so als kleinen Ausblick für die Release Notes. Genau, also vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Was wir jetzt hier so auf der linken Seite sehen, sage ich mal, das sind eher so interne Release Notes. Ja? Und wenn man jetzt Release Notes nach außen gibt, dann sind die ja meistens schön formuliert, damit User was damit anfangen können. Ja? Um das zu unterstützen, wie man jetzt zum Beispiel hier unten sieht, also solche Release Notes, die man dann tatsächlich rausgibt. Ich habe mal welche einfach kopiert, war mal so frei. Wir haben ja eine sehr schöne Mobile App. Ja? Da habe ich mir einfach mal die letzten Release Notes rauskopiert. Und die Teams bei uns machen das halt alle händisch. Ja? Also der Product Owner sehr wahrscheinlich, der Daniel Roller, der wird wahrscheinlich hingehen und alles händisch sozusagen hier runterschreiben. Und auch dafür, dass auch diese, ich nenne sie jetzt externen Release Notes, möchten wir unterstützen. Eine Idee wäre zum Beispiel, dass in allen Vorgängen, die dann mit diesem Produkt sozusagen zu tun haben, zum Beispiel ein weiteres Feld zur Verfügung steht. Das nennen wir dann zum Beispiel Release Note. Und dort schreibt man einen Satz rein, was diese eine Story sozusagen jetzt für eine Auswirkung hat. Und zwar also in so einem Deutsch, dass ein vielleicht auch nicht so IT-affiner User das versteht. Und diese Sätze, ja, also dieser Inhalt dieser verschiedenen Issues, würden wir dann im Prinzip untereinander reihen und selbst solche Notes automatisch generieren lassen, sodass man eigentlich gar nichts mehr machen muss. Zumindest auf der Conference-Seite. Ja. Ihr habt gerade eben ein Beispiel gezeigt, wo ihr zum Beispiel einen Sprint-Report gemacht habt. Jetzt ist ja, ihr verwendet da die normalen Jira Confluence-Plugins, also Add-ons dazu. Genau. Besteht irgendwie Möglichkeit, das dann einzufrieren? Ich meine, das ist ein Report und der bleibt ja dann dynamisch. Ja, ja. Das heißt, also wenn da weitergearbeitet wird, dann ist der Report ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr gültig. Also irgendeinen Fixierungsmodus, weil diese Listen werden dann danach jedes Mal verändert. Ja, das ist möglich. Und zwar, da kommen wir, das kann ich direkt in dem nächsten Thema mit erklären. Und zwar, ich gehe mal kurz in die Admin-Oberfläche von unserem Plugin. Vielleicht, ich verstehe, also eine Sache verstehe ich folgendermaßen. Also wenn ich einen Sprint abschließe, dann ist dieser Report, den ich dann habe, der ist dann ja fix. Ja, aber die Listen, die da drin sind, sind bleiben ja weiterhin dynamisch. Das ist richtig. Das stimmt. Genau. Ja. Können Sie sich im Laufe der Zeit Also die Makros an sich, die basieren ja auf einem JQL. Das JQL können wir im Nachhinein nicht mehr ändern, das stimmt. Also wir können das JQL ändern, aber wenn Sie die Issues am anderen Ende verändern, dann wird sich auch die Darstellung verändern. Das ist die Funktionsweise des Jira-Issue-Makros. Aber wenn Sie nicht wollen, dass die Seite im Nachhinein nochmal durch eine Änderung eines Issues oder eines Sprints irgendwie geändert wird, dann haben wir hier die Möglichkeit, einfach die Rule auszuschalten. Das heißt, auf Disabled zu setzen. Und damit hört die einfach nicht mehr auf die Events, die losgetreten werden von Jira und wird auch keine Seitenerstellung oder Seitenbearbeitung mehr antriggern. Aber das ist ja dann eine globale Einstellung, da geht ja gar nichts mehr. Wenn ich den nächsten Sprint release, das ist ja eine globale Einstellung, wenn ich diese Rule abschalte
und den nächsten Sprint release, dann entstehen die Confluence-Seiten nicht mehr. Ja, das stimmt. Also um nochmal zurückzukommen. Also wenn dieses Makro zeigt Echtzeitdaten an und wie du schon richtig sagtest, wenn sich die Vorgänge ändern, dann ändern sich tatsächlich auch die Makros. Ja. Aber es ist ja so, dass diese Sprint-Dokumentation, die dient dazu, ja, sich nach dem Sprint zusammenzusetzen mit dem Team und darüber zu reden, ohne dass ich das jetzt nochmal händisch aufsetzen muss. Und zu dem Zeitpunkt ist diese Information richtig. Und was ich dann machen möchte ist, um noch weiterzugehen, ist dann zum Beispiel automatisiert eine Review-Seite zu erstellen. Automatisiert ein Refinement und vielleicht auch schon ein Planning für den nächsten Sprint. Ja? Und dann kann man sagen, okay, eigentlich ist dann die Information nicht mehr relevant. Also ich muss wahrscheinlich in einem Monat eigentlich nicht mehr gucken, wie es war, weil ich habe sozusagen das Review mit vielleicht dem Kunden oder intern schon durchgeführt. Aber ja, es ist richtig, dass das, was wir da gesehen haben, eine Woche später tatsächlich sich geändert haben könnte. Ja. Jan? Ja. Ich glaube, in dem konkreten Beispiel ist es ja so, ihr habt ja Boxen, wo drin steht abgeschlossene Vorgänge, nicht abgeschlossene Vorgänge. Ja. Und ich weiß nicht, ob die sich auf das, was aus dem Sprintbericht rauskommt, das bleibt nämlich eigentlich konsistent, dass irgendwann später unter den abgeschlossenen Vorgängen irgendwann der Status completed steht, ist ja durchaus okay. Das ist irgendwann, also zum Zeitpunkt des Reports war es klar, dass das nicht abgeschlossen war. Dass es später in einem späteren Sprint abgeschlossen ist, ist ja durchaus okay. Ist die Frage, ob das auch so ist, aber hätte ich jetzt mal angenommen. Ja. Ich habe jetzt auch noch mal eine Frage. Wo ist genau jetzt der Benefit hier in Confluence gegenüber dem Jira-Reporting? Weil da habe ich ja die Sachen eigentlich überwiegend auch alle. Also was ist jetzt für mich der Benefit? Ist es mehr dann, sagen wir mal, dass ich das dann Richtung Kunde zeige oder an welcher Stelle würde es Sinn machen, das zu verwenden, statt den normalen Standard-Sprint-Report-Tools, die ja immer da sind? Ich glaube, Armin kann es gar nicht erwarten, diese Frage zu beantworten. Genau. Also tatsächlich habe ich schon sehr häufig mit Confluence Sprint Reports gearbeitet in Confluence. Aus dem ganz einfachen Grund, du kannst viel mehr textuelle Informationen noch dazu packen, Erklärungen. Ich habe auch häufig gerade in den Review-Dokumenten dann noch die Ziele für den nächsten Sprint mit reingepackt und so. Und du hast einfach eine Dokumentation, die quasi zum Abschluss des Sprints da ist und weitere Informationen hat zu dem, was einfach in Jira nicht drin ist. Und du hast viel mehr Möglichkeiten, auch noch Bilder mit einzubauen und sowas, mehr in so einen Präsentationscharakter reinzugehen, wenn du eine Confluence-Page benutzt. Genau, so also zum Beispiel ist es häufig so, dass wir, wenn wir jetzt für Kunden einen Sprint sozusagen durchgearbeitet haben und angenommen, da waren jetzt 20 Vorgänge, dann würde ein Review relativ lange dauern, wenn wir jetzt alle 20 Vorgänge wirklich durchgehen. Und dann machen wir es häufig so, dass wir uns sozusagen die Highlights, die wir umgesetzt haben, markieren. Das hätten wir jetzt in dem Fall zum Beispiel mit einem Label gemacht, das nennt sich dann Highlight oder so. Und dann würden genau vielleicht 5 Stück oder so hier auftauchen und nur die würden wir dann im Prinzip auch reviewen und genauer besprechen. Also genau, ich kann es eigentlich nur wiederholen, was der Armin gesagt hatte. Haben wir grundsätzlich viel mehr Möglichkeiten, textuell was zu hinterlegen und vor allem brauchen wir nicht verschiedene Ansichten, die wir dann in Jira durchschauen müssten, sondern hier haben wir alles auf einer Seite, ja, was es einfach schneller oder zugänglicher macht. Ja. Natürlich sind diese Informationen in Jira da und die holen wir uns einfach hier. Ja. Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Frage von vorher bezüglich der Änderung im Makro. Genau, im Feld, im Issue-Field. Es gibt die Möglichkeit, dass man diese Felder, die davon betroffen sein könnten, von der Edit-Maske rausnimmt, sodass diese nur bei Transitions bearbeitbar wären und dass man nach Abschluss des Tickets einfach keine Transition mehr zulässt. Also solche Lösungen sind bastelbar. Da müsste man sich über den genauen Fall unterhalten und prüfen, was da die Möglichkeiten sind. Es ist aber denkbar, das Ganze quasi nicht mehr bearbeitbar zu haben. Es gibt da diverse Ansätze. Gut. Ja. Ja, dann gehen wir noch mal kurz in die Admin-UI, damit ich das noch kurz zeigen kann.
Ich gehe einfach mal auf Stellen einer neuen Rule. Hier sehen wir nochmal die verschiedenen Trigger. Das heißt, wir haben Issue-Events, die haben wir gesehen, die hat Jan am Anfang schon gezeigt. Wenn wir die auswählen, gibt es die Möglichkeit, auf alle Jira-Issue-Events zu hören. Das heißt, ob das jetzt created, updated, assigned und selbst wenn man das Issue kommentiert. Custom leider nicht, aber man hat hier doch eine große Auswahl bei den generischen Jira-Issue-Events. Dann Post-Function ist eine neuere Möglichkeit in Autopage, dass wir in den, dass wir praktisch die Rule wirklich als Post-Function verwenden können. Das heißt, wir gehen in die Post-Function-Einstellung, wir stellen diese Rule, die wird dann dort auftauchen, als Post-Function ein und die wird genauso getriggert und löst genau das aus, was wir vorhin schon gezeigt haben. Und das, was neuer ist, ist natürlich das Sprint-Event. Auch hier wieder alle Events, die es von Haus aus in Jira gibt, für Sprints, Created, Updated, Started und Closed. Die Sprints haben noch was Neueres, was wir uns jetzt auch für die Issue-Events überlegt haben, denn wir können hier nämlich einen User festlegen, der das Ganze ausführt. Das macht es nochmal ein bisschen cooler, dass man auch in Confluence dann nachvollziehen kann. Man legt sich zum Beispiel einen Autopage-User an, der dann die nötigen Berechtigungen hat, denn aktuell wird halt die Rule im Namen des aktuell Bearbeitenden ausgeführt. Und das können wir hier in den Sprints schon so umgehen, dass wir den User, der die ganze Rule ausführen soll und der auch die Seite in Confluence bearbeiten soll, auswählen können. Jan hatte vorhin schon kurz die Audit-Logs angesprochen. Die sehen wir hier auch in dem Admin-Dashboard nochmal ganz kurz dargestellt, die letzten drei Audit-Logs. Diese Audit-Logs stellen den letzten Status eines Issues oder eines Sprints dar, nachdem er von der Autopage-Rule getriggert wurde. Das heißt, hier wurden zum Beispiel, hier wurde die Seite von ATP 10 erstellt. Wenn etwas schief gehen sollte, dann wird das auch dort auftauchen. Das heißt, wenn irgendetwas an der Rule komisch konfiguriert ist, zum Beispiel die Template-Seite gelöscht wurde oder die Seite nicht mehr existiert, dann wird es dort auftauchen und wird auch ja, als Meldung dastehen. Wenn wir zum Beispiel das Template ändern, jetzt hier, wir haben unser Template festgelegt und die Rule läuft schon seit 2-3 Monaten, jetzt denke ich mir, okay, ich muss jetzt noch was Neues unbedingt zu diesem Issue-Template hinzufügen. Ich will jetzt noch hier ein neues Feld anzeigen, dann können wir das machen. Wir stellen das im Template als neues Feld ein. Dann würde allerdings natürlich die aktuellen erstellten Seiten nicht das repräsentieren, was in dem Template steht. Dafür haben wir eine kleine Funktion im Backend und die heißt Recreate Confluence Pages. Wenn ich dort drauf drücke, passiert Folgendes. Wir erstellen auf Basis des neuen Templates diese Seiten noch einmal neu. Das heißt, wir haben dann praktisch die aktuelle Repräsentation des Templates. Wenn sich was geändert hat in diesem Template, stellen wir das dann auch dar. Wie bitte? Die ergänzten Texte, Beschreibungen, was ja die Stärke sagt, bleiben erhalten? Alles, was Sie nachträglich geändert haben in den erstellten Seiten, das wird überschrieben. Das stimmt. Da kommt auch zum Glück noch eine Meldung, damit Sie nicht aus Versehen, wenn Sie das wirklich tun wollen, alles verlieren. Ja, da vorne noch eine Frage, ich komme sofort. Das ist tatsächlich technisch, wir wissen es natürlich, ja, es ist sehr schwierig umsetzbar zu identifizieren, was ist jetzt neu, was darf ich jetzt nicht überschreiben, vielleicht schaffen wir das irgendwann irgendwie, aber zurzeit ist es noch nicht der Fall. Wird das in der Änderungshistorie nicht angezeigt von den Confluence Pages? Doch. Okay, also das wäre dann eine Möglichkeit, um zumindest zu gucken, was hat sich verändert an Texten oder so. Ich meine, da müsste man immer noch manuell dran, aber es wäre zumindest nicht verloren. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, die Änderungshistorie ist ein schönes Thema. Also jegliche Änderung, die von Autopage sozusagen gepusht wird nach Confluence, ist eine Änderung der Seite und somit auch eine neue Version der Seite. Das heißt, man kann immer wieder alles zurückholen oder einsehen. Ja? Selbst wenn es überschrieben würde, kann man überlegen, ja, gut, dann
gucke ich mir den Inhalt an, kopiere ihn halt wieder auf die neue, ist aber vielleicht weniger Aufwand dann, als alle Seiten vom Template her sozusagen händisch anzupassen. Ja, ja, sonst noch Fragen? Genau, also wir haben, du hast gerade gesagt, hier ist ein Audit-Log. Wir haben noch ein sehr großes Audit-Log im Übrigen. So ein vollständiges, das findet man dann hier, weil du gerade sagtest, man sieht nur die letzten drei, das stimmt nicht. Ja. Also hier sieht man alle. Genau. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, drüben im Usability Lab bzw. slash Lesezimmer kann Autopage gerne getestet werden und ihr könnt da gerne mal, also die Aufgabe ist es, eine Rule zu erstellen ohne Hilfe und eine Seite automatisch generieren zu lassen und sich diese dann auch mal anzuschauen. Das ist die Aufgabe und ja, ihr seid herzlich eingeladen, das gerne mal zu tun und ja, über Input freuen wir uns natürlich sehr. Genau, wir wären jetzt eigentlich durch. Gerne weitere Fragen jetzt. Kann ich das auf ein Projekt beschränken oder muss ich das dann immer, ja, okay. Ja, also Sie können ja im Backend eine JQL eingeben und, ups, jetzt ist es weg. Sie können dort praktisch mit einer JQL wirklich ganz fein tunen, auf welche Issues das überhaupt da gelten soll. Ne? Die sehen Sie dann immer hier unten, da haben wir nochmal die JQL, die ist aktuell für dieses eine Projekt. Können wir dann auch noch bestimmte Issue-Types oder so. Ihr seid ja jetzt bei den Use Cases wieder bei Agile Hive gelandet sozusagen, in der, durch die Instanz auch. Was sind denn so andere Beispiele, vielleicht kurz mal angeteasert, wo ihr sagt, da kann das sinnvoll sein, mit Autopage zu arbeiten? Ja gut, also wir haben jetzt halt schon drei, sag ich mal, vorgestellt. Ich könnte mir jetzt irgendwelche aus der Nase ziehen. Viel schöner wäre es eigentlich sozusagen Input zu bekommen. Eine Sache, die man machen kann auf jeden Fall noch, die auch jetzt unterstützt wird, ist Knowledge Base Einträge. Also was funktioniert ist, ihr habt ein Service Desk und jetzt soll der Agent oder kann der Agent einen neuen Knowledge Base Eintrag in Confluence erstellen. Und das könnten wir auch über Autopage lösen oder kann über Autopage gelöst werden. Was wir da zum Beispiel tun, ist auch, dass die Labels, warte mal, die Labels werden als was mitgenommen dann? Als, wie haben wir das eingestellt? Du meinst die Labels, die wir in der Rule einstellen. Ja. Also wir können in dieser Rule hier, diese Labels, die hier unten stehen, das sind natürlich Confluence Page Labels, da können wir Text reinschreiben, der halt statisch ist. Oder wir können auch diese Platzhalter, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die in den Templates verwendbar oder auch in dem Seitentitel verwendbar sind, auch in den Labels verwenden. Also zum Beispiel den Issue Key als Label. Dann wird halt immer wieder, wenn die Seite generiert wird, der... Genau, das heißt zum Beispiel, wenn ihr ein Service Desk habt, wir haben zum Beispiel eins für unsere Plugins und der User geht da hin und wählt dann erstmal das Plugin aus, was zum Beispiel eine Komponente ist im Hintergrund. Ja? Dann könnten wir diese Komponente im Prinzip als Platzhalter direkt in die Labels mit reinpacken, ja, und zwar in die Confluence-Page-Labels. Und dadurch habt ihr dann in eurer Knowledge Base in Confluence, die ja auf Labels basiert tatsächlich, ja, die Struktur weiterhin erhalten und auch da müsste der Agent nichts mehr tun. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten, ja, den Aufwand zu minimieren. Ja. Genau. Also ihr habt mit dem Plugin ja mal einen grundsätzlich großen Need identifiziert, finde ich. Ich glaube, dass ganz viele Unternehmen halt einfach kein plain Confluence verwenden. Wie integriert ihr mit zum Beispiel einem Comala Workflow oder irgendwelchen, seid ihr da offen oder ist das auch wieder Fall von Sponsor Development? Ja, beides, klar. Also ich denke, mit Comala Workflows, das ist immer so ein spezielles Thema in Confluence. Ne? Wir haben es noch nicht getestet, wie es sich miteinander verhält, weil wir es bisher noch nicht gebraucht haben. Ich kann dazu noch nicht viel sagen. Müsste es einfach testen, ja? Ob es da Probleme geben würde, kann ich jetzt so nicht beantworten. Aber ja, wir sind offen, wenn das jemand braucht, das zu entwickeln, natürlich für einen Preis. Nein, aber der Hintergrund der Frage ist einfach der, ihr entwickelt da ein Feature
ich nehme mal an, in einem relativ nackten Jira, wo nicht viele andere Plugins installiert sind. Ja. Und genau das ist der Punkt. Ach so, das nee, ist nee, der, im Jira sind viele installiert, du meinst in Confluence? Im Confluence, ja. Und das ist auch der Hintergrund für das erste Topic, das ich aufgebracht habe. Also es gibt wenig Unternehmen, wo keine Plugins schon sind, wenn man hinkommt. Ja, die meisten Plugins machen tatsächlich keine Probleme. Also wie gesagt, der Komala Webflows ist wahrscheinlich einer der Exoten. Also ich habe ja eben auch ein anderes benutzt, ganz am Anfang, welches Layout-Boxen und so weiter und Tabs benutzt. Ja, habt ihr gesehen, es wurde generiert, das ist überhaupt kein Problem. Also das Inhaltliche auf den Seiten, das stellt keine Probleme dar. Das, was drumherum ist, wie Komala Workflows zum Beispiel, ja, das ist tatsächlich ein Exot und das müsste man testen. Ja. Aber längst nicht in jedem Bereich ist Komala Workflows aktiv. Ja. Also müsste man einfach gucken. Aber ich verstehe, ja. Letzte Frage. Statt letzter Frage machen wir dann einfach noch einen Applaus. Danke.